Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei dem Here My Mod. Und heute haben wir sehr viel vor und ich möchte euch noch eine Mod zeigen, die ich hinzugefügt habe, und zwar den Damage Indicator. Yeah! Wie versprochen, meine Freunde, kam es natürlich direkt rein. Und, ich muss mal gucken, wo das hier steht. Shader, Grafikeinstellungen, bla bla bla. Einige wollten ja noch, dass ich hier mal das Texturenpack verändere. Das könnten wir doch einfach mal mitten im Let's Play machen. Ich habe so ein richtig schönes, wie heißt denn das? Soartex-Fanware, das wurde mir auch mal vorgeschlagen. Ich würde sagen, zur Abwechslung machen wir mal das rein. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel abkackt oder sonst irgendwas. Aber wir werden's ja gleich sehen, ne? Ich habe übrigens schon drauf gedrückt, falls euch wundert. Also, irgendwie riskiere ich gerade viel. Ach, das sieht schön aus. Okay, die Hunde sehen ein bisschen eklig aus. Aber ansonsten sieht es doch ganz schnieke aus. Kann man doch erstmal lassen, oder, Freunde? Ich bin da schon dafür. Ja, boah. Ach du Scheiße. Ja, das wirklich der PC abkackt. Oh, unser Hottehü. Okay, das war jetzt der beste Pferdesound, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ist egal. So, was haben wir noch auf der klugen Liste stehen? Ich plane ja übrigens eine WhatsApp-Gruppe zu machen. Da muss ich halt nur mal gucken, wie ich das irgendwie umgesetzt kriege, dass ich ein spezielles, also neues Handy kaufe oder sonst irgendwas. Da bin ich schon mal dafür. Ich muss halt, wie gesagt, nur mal herausfinden, wie ich das anstellen soll, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße, ich hätte das alles später machen sollen mit dem Texturenpack, bevor ich die ganzen Sachen irgendwie, naja, bevor ich die Sachen da jetzt in die Kisten schmeiße und ich nichts mehr erkenne. Ich mache jetzt erstmal alles hier rein, ist egal. So. Sehr schön. Der Mann mit Zacke. Alter, ich muss jetzt erstmal gucken, was das alles ist. So. Okay. Moment. Mein kluger Zettel. Wo ist er? So. Ich sollte noch einen Marco Eckerl und Nico Geiselmann grüßen. Hallihallo. Stand zu den Kommentaren. Habe ich das einfach mal gemacht. Warum denn nicht? So. Und Kardiation Grüner hat gemeint, Vogel Zähm und Zelda nennen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Also wir wussten es jetzt beide nicht. Aber man kann es ja einfach mal herausfinden. Bist du ein Vogel? Nee, du bist eine Blume. Och Mann. Apfelmus hat Schaden gekriegt. Apfelmus. Hab übrigens auch viele neue Tiernamen. Moment, ich glaube, wir machen es auch erstmal so, dass wir mal ein paar Tiernamen verbreiten. Und mal wieder jede Menge Flugzeuggeräusche. Boah, wie ich das hasse, Alter. Das ist so furchtbar. Ich kann nie mittags aufnehmen, da kommen erstmal 1000 Flugzeuge hier durch. Aber ist mir scheißegal. So, paar Tiernamen wollten wir verbreiten, genau. Wie viel brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach du Scheiße, ey. Da warte wieder sehr fleißig, Freunde. So, wir gehen natürlich in den Creative Mode, weil ihr wisst. Naja, okay. Sonst wird hier wieder rumgemeckert. Nee, warte, du cheatest nur. Okay. Achso, nee, warte mal. Machen wir hier am Boss. So. Was kostet das? Wenn es zu teuer ist, dann hol ich rum, ne? Nur dass du Bescheid wirst. Dann bin ich bereit zu cheaten. Alles klar. Nee. Warte, so, wie geht das? So geht das. So, das muss jetzt einfach mal so geklärt werden. So, Nummer 1. Ich habe da letztens einen Schreibfehler gemacht. Es tut mir leid, meine Freunde. Habe ich mich mal wieder sehr gut informiert, aber Jab müsste das Richtige sein. So, hier mache ich mal die Schafe hin. So, was ist als nächstes? Ah, ich mache jetzt wahrscheinlich den Witz kaputt. Aber ist ja scheißegal, da gibt es bald auch Schlimmeres. So, da haben wir erstmal noch Molly Wolli. Das fand ich natürlich auch sehr süß. So, und wahrscheinlich hört ihr jetzt gerade wieder ein Flugzeug, aber Freunde, da müssen wir jetzt leider mal alle durch, solange es kein Krankenwagen ist. Denke ich mal, dürfte es nicht so schlimm sein. So, jetzt kommt Superman. So. Das sind ja alles hier die Schafe, ne? Genau, jetzt kommt, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Batman. So. Jetzt kommt noch Spider-Man. irgendwie bescheuert. Wartet mal. Ich hätte die eigentlich auch Dings nennen können. Superman? Batman? Spider-Man? Aber okay. Wir lassen es so. So ist es genauso witzig. Und Hulk-Man. So. Okay, das haben wir auch schon mal. Jetzt kommen die Pferdenamen. Boah, da habe ich den geilsten Pferdenamen der Welt gehört. Ferdinand, warum bin ich da nicht drauf gekommen, verdammt? So, was haben wir noch? Noch ein schöner Name, den viele Mädchen unter euch kennen müssten, oder weibliche Zuschauer. Randy, das Pferdemagazin, sagt euch doch bestimmt was. So,
Die wollen wir natürlich auch alle mal benutzen, ne? Jetzt kommen erstmal die Schafnamen hier runter. Boah, heute ist aber auch ein Verkehr, das ist der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles hört, aber hier gehen die Flugzeuge ab wie nichts, das ist brutal. Naja, ich ignoriere das jetzt einfach mal ganz gepflegt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht zu extrem. Manche, die natürlich zu laut sind, versuche ich rauszufiltern, ist ja klar. Aber ansonsten... Was macht ihr so komische Geräusche? Alter! Nein, Hundis! Hundis! Setz euch hin! Aus! Pfui! Seid lieb! So! Und ja, ihr habt recht, die Rüstung, die ist viel zu hart. Die werden wir wahrscheinlich auch alles komplett ablegen. Und nur noch wieder mit Eisen arbeiten. Alter, ich mach dich fertig, Junge. Geht rein! Geht rein! Hundis! Geht rein! Ich muss mir unbedingt einen Hundekäfig machen. Das bringt da hier nichts mehr. So. Was haben wir da als erstes? Ich habe wichtige Dinge vergessen. Wichtige Dinge. Moment. Löwenzahn. Brauche ich gelb? Nee, brauche ich gar nicht. Samen. Zuckerrohr. Das geht auch nicht. Alter, was kann ich denn hier zu Dings machen? Zu irgendwelchen bunten Farben? Weiß ich gerade gar nicht. So. Ich brauche ein paar Blumis. Blumis. Ja, weiß brauche ich jetzt eher weniger. Alter, ich bin wieder vorbereitet, ne? Das funktioniert einfach, Freunde. Das habe ich einfach voll drauf. Das liegt mir einfach voll im Blut. Das ist ja gar kein Thema. Mit Schwarzpulver die Tiere grau färben? Oder schwarz oder so? Ich weiß es gar nicht. Mit Kohle? Keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Dinge ausprobieren müssen, weil ich habe da keinen Plan von, ehrlich gesagt. Hier, mit so einem Redstone, die rot färben oder sowas. Alter, diese Texturen, die sind schon echt übel. Kakaobohne, kann ich damit irgendwas einfärben? Okay, braun brauche ich gar nicht. Gut, ich brauche blau, schwarz, rot, grün. Also wartet mal. Wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Rot. Du bist rot. Ha, her damit. Das geht doch bestimmt. Mohn. Rosenrot. Yeah. Wieso heißt das Mohn, wenn es eigentlich eine Rose sein müsste? Das ist doch schon wieder... Okay, es ist rosenrot. Es ist ja nicht... Keine rote Rose, ne? Egal. Oh, wir haben jetzt auch braune Kühe. Oh, süß. Ich glaube, die speziellen, die machen wir hier hin. Oh, es sind auch genau vier. Nein, da ist schon Voltilam. Nein. Ich brauche Weizen. Egal. Du hast keinen Namen. Zack. Du heißt ab heute... Moment, ich will keinen Fehler machen. Ich will keinen Fehler machen. Wo steht's? Aha, steht er schon an der ersten Stelle. Zack, du bist Spider-Man. Süß. Okay. Voltilam hat schon einen Namen. Ich muss jetzt gucken, ob ich ihn einfärben kann. Färben? Nee. Ja gut, rot brauche ich gar nicht. Ich brauche blau. Ah, blau ist bestimmt Lapis Lazuli oder sowas, ha? Mist, wie krieg ich das dann hin, ey? Oder Kohle müsste ich auch mal ausprobieren. Hab ich hier gerade Kohle drin? Kohle! Ich probiere mir hier auch sowas. Wie gesagt, Freunde, ich habe keine Ahnung, wie ich die irgendwie einfärben kann. Da habe ich mich mal wieder super informiert. Also, mal wieder großen Respekt an mich. Das ist ja... Mal wieder einsame Spitze, wie ich hier abgehe. Wie geht das? Wo haben wir die ganzen Sachen? Hier Lapis Lazuli, das muss doch irgendwie gehen. Einfach so einschmieren und fertig. Hier noch eine Kohle rausgenommen. So. Ich mach das mal oben ins Feld. Geht also nicht. Geht also auch nicht. Ob man die jetzt damit einfärben kann, keine Ahnung. Wenn nicht, dann lass es erstmal bleiben, weil sonst mach ich mir meinen ganzen Witz kaputt. Das kommt niemals in Frage. Meine Witze bleiben. Alter, ihr seid alle gar nicht mehr so gut drauf, kann es sein? Naja. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dich einfärben können. Und bink. Ja. Huhu. Oh, du bist ja schon halb tot. Was ist denn los bei dir? Superman. Meh. So, Ferdinand. Und wir haben noch Molly Wolly. Hier können wir einfach jemanden. Molly Wolly. Süß. Und Jeb haben wir. Was passiert bei Jeb? Bocky? Habe ich es jetzt wieder falsch gemacht? Heißt ein anderer schon Jeb oder Jeff? Jeff, ja.
Hä? Was mache ich denn falsch? Irgendwie? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, Freunde? Ich habe das doch genau so hier stehen. Jeb! Bin ich bescheuert? Hallo? Mach irgendwas. Nee, Freunde, es passiert ja absolut gar nichts. Oder liegt es am Texturenpack? Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Egal. Kann ich jemanden mit Kohle einfärben? Was ist denn eigentlich mit dem einsamen Schaf da hinten? Oh, ich mach mal hier eine Fackel hin. So. So. Upp. Mist, geht nicht. Alter, ist doch kacke. Geht auch nicht. Wieso kann ich den nicht mit Kohle einfärben? Was soll das denn? Es ist so fies. Oh, hier hab ich auch eine Kiste. Natürlich ist die leer. Die habe ich natürlich immer wieder übersehen. Ich könnte ein Schaf orange machen, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, ich würde ja gerne ein Schaf grau machen. Oh, Schallplatte. Aber ich weiß nicht wie. Mano. Hier gibt's aber auch absolut gar nichts, was mir dann in irgendeiner Weise helfen könnte. Nö, ich finde da jetzt absolut nichts. Wir gucken natürlich nochmal einmal kurz durch, weil im Endeffekt, sonst mache ich hier alles umsonst, ist ja klar, ne? Aber so sehe ich jetzt direkt nichts. Keine Ahnung. Damit könnte ich wahrscheinlich weiß machen, das ist klar. Ja. Redstone, das bringt mir auch nichts. Nö. Tut mir leid, Freunde, ich hab's nicht hingekriegt. Also, ich wollte es hinkriegen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ist halt ein bisschen schade jetzt, ne? Naja. Gut, gibt Schlimmeres. Weizen holen wir jetzt mal auch kurz. Aber wir gehen erstmal kurz zu unseren Pferden. Denn wir haben ja noch Ferdinand. Ich denke mal, du siehst nach einem männlichen Pferd aus, du heißt Ferdinand. Und du bist Wendy. Süß. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut. Gras kann man ja gar nicht aufheben. Wie kann ich die denn grün färben, Alter? Das ist auch wieder so ein Rätsel für mich, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich grünen Farbstoff herstellen könnte. Eigentlich habe ich viel mehr in dieser Folge geplant, aber ich hänge mich hier schon wieder total fest. Vielleicht sind die auch einfach nur anders durch Texturenpack. Ich habe keine Ahnung, ey. Kaktus vielleicht. Wir probieren es mal. Nein. Nein. Hellgrau. Ich hätte gern dunkelgrau, muss ich zugeben. Hellgrau bringt mir ehrlich gesagt weniger. Also auf jeden Fall muss ich Blumen sammeln. Das steht anscheinend schon mal fest, weil das scheint nur größtenteils mit Blumen zu gehen. Ah, Tintensack. Jetzt weiß es wieder. Ich weiß gerade nicht, ob auch irgendwas mit den Dingern geht. Nee. Gut, ich brauche Tintensack für schwarz. Und für grün habe ich keine Ahnung. Grün, kein Plan, was man da benutzen könnte. Ich vermute mal Gras oder so. Aber naja, wie soll man denn dann Gras kommen, wenn man nicht Behutsamkeit drauf hat? Das ist leider das kleine Problem. Das können wir mal ganz kurz ausprobieren. Wartet mal. Die haue ich natürlich sofort wieder weg. Also so ist es jetzt nicht. Schaufel. Nee, hier. Hier muss ich es machen. Schaufel. Okay, geht nur Diamant. Egal, haue ich dann weg. Behutsamkeit. So. Make, please. Ja, funktioniert super. Kriege ich denn das weg? Ist das vielleicht eine Axt? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich weggeworfen, ne? Ja. Okay, probieren wir es mal mit einer Axt. Moment. Axt, Behutsamkeit 1, bitte. Make. Und test. Geht das? Nee. Alter, ne? Also manchmal fühlst du dich ja auch irgendwie ein bisschen verarscht. Eine Hake kann es ja wohl schlecht sein. Was passiert eigentlich bei einer? Ne, geht nicht. Geht eine Haltbarkeit drauf, okay. Ja. Was ich mal probieren kann, ist irgendwo schnell gerade einen Grasblock abhauen. Hier so. Ne. Funktioniert also nicht. Na gut, scheißegal jetzt. Mein Plan ist gescheitert. Ist es die? Behutsamkeit, genau. Behutsamkeit, genau. Okay. Alles klar, meine Freunde. Ach du Scheiße, die Folge ist ja schon fast zu Ende. Was ist denn hier los? Hilfe! Ich habe noch nicht mal annähernd das hingekriegt, was ich wollte. Oh doch? Ich habe alles hingekriegt. Jetzt zählt nur noch der Vogel. Vogel.
Jetzt müssen wir einen Vogel suchen, aber die sind auch so schnell weg, ne? Da muss ich mich dann ein bisschen beeilen. So, hier ist eine Kuh, okay. Milka, wie bist du hier rausgekommen? Milka, willst du mich ärgern? Alter, wie kommen die ganzen Kühe immer wieder hier raus? Das ist ja brutal. Das sind gewitzte kleine Mistviecher, muss man den einfach mal lassen. Schlimm, schlimm, schlimm. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, tun wir auch mal die Schafe mal wieder ein bisschen füttern, beziehungsweise auch die Kühe, ist ja klar. Ein bisschen Massenzucht, das ist ja selbstverständlich heutzutage. Ist ja nichts mehr Abwertendes, das ist einfach nur noch schon Klassik. Ja, und dann ändern wir auch mal wieder unsere Texturen, also unsere Rüstung, meine ich. Mal wieder back to the roots gehen, so dass man nicht mehr so overpowered ist im Endeffekt, da habt ihr schon auf jeden Fall recht. Auch wenn die Rüstung geil ist, ne? So. Ich wüsste jetzt erstmal nicht, wo man hier einen Vogel finden kann. Aber was ich auch nicht wüsste, ist halt leider, wie ich grünen Farbstoff herbekomme. Mann! Oh, ich müsste mal einen Tintenfisch finden, das wäre so cool. Dann könnte ich das sogar noch machen, da würde ich mich richtig drüber freuen, aber naja. Habe ich was zum Essen dabei? Nö. Dann wollen wir mal wieder hier rausgehen. Alter, ist das dunkel. So. Jetzt einfach mal ein bisschen Licht da in die Hand nehmen und dann hat sich die Sache, dann kann man auch so hier rumlaufen. Oh, ein Enderman! Ein Enderman, Enderman, Enderman. Den schnappel ich mir. Alter, wie viele Zombies sind denn hier unterwegs? Oh, cool. Sieht schön aus, die Zahlen. Schön. Gefällt mir super. So, Zombie Nummer 1 ist... Geht alle weg. Geht alle weg. Ich sehe da gerade einen Creeper. Der explodiert, ne? Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, die Sau ist explodiert. Alter, ich sehe nichts. Alter. Oh, Mann, hör auf jetzt, du. Ich raste. Alter, ich hab dem gar nichts angemacht. Ich hab den gar nicht in die Augen geguckt, also, oder? Warte doch. Was war das schon wieder? War das schon wieder irgendwie ein Creeper, den ich nicht mitgekriegt habe? Keine Ahnung. Oh, eine Hexe. Creeper, verpiss dich. Nein. Alter. So, halt die Schnauze. Blöde Kuh. Alter, verreck. Boah, hält die aus, ne? Und die hat mal wieder nichts dabei. Oh, ich verhungere. Hunger. Ich mache alles kaputt. Scheißegal. Ja, hier waren ja ursprünglich mal rote Blumen. Blaue Orchidee. Ja, genau. Da habe ich doch blau. Oh, ich bin so blöd, ey. Gut, ich gucke jetzt mal gerade, ob ich wieder noch zurückkomme. Das kann man ja vielleicht noch in dieser Folge schaffen. Was haben wir hier? Ah, wieder so ein Kampfskelett, Alter. Kampfkoloss! Egal, ignorieren. Einfach alles ignorieren. Ja, und die Enderman, die kriegt man kaum, weil sie halt brennen. Das ist halt das Doofe. Ach, hör auf! Ja, wir sind wirklich so overpowered. Also, das ist schon nicht mehr normal. Alter, seid ihr mal fertig jetzt langsam? Lass mich in Ruhe. Ich hab euch... Ah, ich hab Hunger, Kacke. Alter, einmal verrottetes Fleisch essen geht. Ja, scheint geklappt zu haben. Sehr schön, ich muss nach Hause. Nach Hause. Oh, bin ich durchlöchert, ey. Hellblau, sieht schön aus, kann man auf jeden Fall benutzen. Wäre ich dafür. So, wir müssen halt nur mal sicher nach Hause kommen. Yeah. Okay, da haben wir noch ein Skelett. Alter, eins ist witzig. Wir haben drei Stück hier. Nö. Euch ignoriere ich. Einfach ignorieren. Ah, ich kann auch oben auf die Karte gucken, natürlich. Da sehe ich ja einiges, was ich da drauf habe. Mann. Ich frage mich, wieso Milka draußen ist. Milka, du blöde Kuh. Alter. Ist hier was? Oh, nee. Verhindern. Nein. Deswegen brauchen wir Goldschwerter, Freunde. Da sind die leicht verletzbar. So. Wir sind safety first. Okay. Kann ich jetzt überhaupt schlafen? Ich glaube es kaum, aber egal. Am Ende verhungere ich wie Dings, wie Michael Jackson im Sims Let's Play. Aber naja, ist egal. Kriegen wir auch schon so hin, ne? Okay. Essen. Ah, Hilfe. Hapa. Gut, ich könnte mir 10 Äpfel reinhauen, aber es wäre mir auch zu blöd.
Zack, zack, zack. Oh, Glasflaschen, dankeschön. Ja, alles mal hier reinpacken, scheißegal. Wo hab ich denn Essen, verdammt? Hilfe! Also ich suche Fleisch, jetzt nicht, dass ihr denkt so, ja, hier, der übersieht da alles, der Trottel. Ich übersehe so oder so alles, das macht ja gar nichts. Aber ich suche gerade Fleisch, habe ich kein Fleisch mehr. Och nö. Ah, dass ich mal da drauf drücke. Da. Steak. Sehr schön. Steak, Steak, Steak. Ja, okay, schon 21 Minuten, Freunde. Das machen wir einfach in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.